Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Ocean The Last Hope. Es tut mir so furchtbar leid, was mir für ein Fehler passiert ist in der letzten Folge. Ich habe ja meinen Kommentar separat aufnehmen müssen und hinzufügen müssen. Ja, tut mir leid, dass das jetzt alles ein bisschen blöd gelaufen ist. Ich habe mich da auch tierisch geärgert, vor allem weil ich halt einfach die doppelte Arbeit hatte. Aber ich habe mein Bestes getan, um diesen Fehler zu korrigieren. Okay, Lim. So, Moment mal, welche Taste muss ich hier drücken, damit du schneller läufst? Ist es hier diese gewesen? Okay, dann rede ich jetzt mal mit dir, nur um sicher zu gehen, dass ich keinen Dialog auslasse. Rayway und ich haben gerade ein Bad genommen, okay? Jetzt fühle ich mich warm und schön. Das ist wichtig und du solltest dich immer schön fühlen. Du solltest dich immer schön fühlen. Ich muss mich einfach nur warm fühlen. Weil wenn ich mich kalt und hungrig fühle, das könnte gefährlich werden. So, Moment. Ich weiß gar nicht, ob hier oben jemand ist. Oh, doch. Ich denke mal, dass Rayway noch am Baden ist. Denn hinten rechts ist doch das Badezimmer für die Damen gewesen, oder etwa nicht? So, Moment mal. Bevor ich jetzt da reinlaufe, kann ich erkennen, wer im Zimmer drin ist. Hier wird ein Raumverzeichnis angezeigt. Genau. Raum 4. Okay. Okay, Raum 1, 2, 3, 4. Wer war jetzt? Also, dann ist hier Face oder Berkes drin, oder? Ah, Berkes. Sie sind zum rechten Augenblick gekommen, Herr Elch. Könnten Sie mir dieses Werkzeug da geben? Das da? Ich danke Ihnen. So, Wartung abgeschlossen. Wartung? Ich vermute, du kannst dich nicht einfach von einem Doktor untersuchen lassen, was? Ist es nicht hart, mit so einem Körper leben zu müssen? Nein, nicht im geringsten. Ich kann beliebige Einstellungen an meinem Körper vornehmen, eben weil er mechanisch ist. Durch eine adäquate situative Anpassung kann ich in jeder Umgebung effektiv funktionieren und auf jede Gefechtssituation reagieren. Da es sich nicht um einen biologischen Körper handelt, gibt es kaum ungewisse Faktoren. Ich kann denselben Zustand fortwährend beibehalten. Der Zustand biologischer Körper verändert sich tatsächlich? Selbst die kleinste Veränderung der Umgebung kann katastrophale Auswirkungen haben. Als Mann mit dem Auftrag, durch das All zu reisen und die Grigori zu jagen, bin ich in der Tat froh, einen sich nicht veränderten Körper zu haben. Es bringt aber nicht nur Vorteile. Genau. Ich finde, du bist nämlich ein bisschen langsam. Entschuldigung, ich möchte dich nicht diskriminieren. Die extreme Anpassungsfähigkeit macht die Wartung ziemlich kompliziert. Wie sie bezeugt haben, kann ein einfacher Vorgang wie der Griff nach einem Werkzeug große Schwierigkeiten bereiten. Und viel schlimmer noch ist, dass es mir manchmal so vorkommt, als würde mein Körper langsam die Wahrnehmung selbst mechanisieren. Ich fürchte, dass ich im Verlauf all der Bemühungen, meinen Körper anzupassen, mein Herz weggebastelt habe. Niemals. Ich danke, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Herr Edge. Jemand Kaltherziges würde nie so viel Anstrengung darauf verwenden, das Universum zu beschützen, selbst wenn es sich um seine Pflicht handelt. Berkes. Du hast dir einen neuen Körper geschaffen, um die Grigori zu jagen. Das ist unglaublich. Ich meine, mich zu erinnern, dass sie das Gleiche gesagt hat. Sie? Ja, meine Frau. Du bist verheiratet? Oh, verstehe. Deine Frau, was? Das ist... Warte mal, was? Berkes? Du bist verheiratet? Ja, danke, Edge, danke. Habe ich das noch nicht erwähnt? Nein, davon würden wir wissen. Meine Frau wartet auf mich, auf N2. Das bedeutet, wir werden sie dann kennenlernen. Ich habe sie verlassen, um meiner Pflicht nachzukommen, aber... Okay. Hm.
Sie ist eine ganz besondere Frau. Was hat sie nur davon, so stur auf die Rückkehr eines Mannes wie mich zu warten? Sehe, ihm fehlen auch die Worte. Es klang ziemlich emotional, aber Berkes verheiratet? Kaum zu glauben. Ja, warum denn nicht? Warum sollte er nicht verheiratet sein? Nein! Bedeutet das jetzt, dass ich... Oh nein. Ich wollte doch wissen, was für ein Dialog kommt, wenn ich hinten ins Badezimmer gehe. Ich vermute mal, dass ich hätte nicht reingehen können, aber trotzdem wollte ich es mal ausprobieren. Oh Mann, jetzt habe ich doch schon wieder mit dem Richtigen gesprochen, damit es hier scheinbar weitergeht. Oh nein, Kampfsimulator. Ich lerne es wohl nie. So, ich habe die Konsole neu gestartet. Und zwar möchte ich jetzt wissen, was passiert, wenn ich jetzt hier hinten hin spaziere. Oh. Das macht man aber nicht. Gehst du mal bitte da raus? Ah, ihre Waffe liegt da. Ja. Na, wer soll denn da sein? Edge, der Spanner. Ach du meine Güte. Ich wollte es doch sagen, ich war gerade selbst verwirrt. Okay, das ist ja mal interessant gewesen. Jetzt ist sie wieder angezogen. Das ging mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell, ich konnte da jetzt nicht so drauf achten. Das war doch ein Handtuch, was sie oben hatte, oder? Das war doch ein Handtuch. Hi. Oh, hallo Captain Maverick. Was hat sie denn in diesem Bereich des Schiffes verschlagen? Oh, sind wir jetzt so vornehm? Okay, darf ich jetzt mittlerweile hier rein? Okay. Ich wollte sagen, hä, wie soll denn hier eine Katze reingekommen sein? Wir haben doch gar keine Katze. Okay, schön. Gott sei Dank habe ich das neu gestartet. Schön. Gut. Also, Berkes, mit ihm muss ich sprechen. Ich werde jetzt mal runtergehen und Face suchen. Sehr schön. Ich bereue es überhaupt nicht. Gut, wenn ich jetzt, wenn der Speicherpunkt jetzt ein bisschen weiter her gewesen wäre, ergibt das Sinn, dann hätte ich es vermutlich nicht getan. Lim... Wo ist denn Face? Oder sehe ich den von hier aus nicht? Muss ich erst hier rein? Denn dann sehe ich ja auch Lim nicht mehr, aber... Bist du in deinem Zimmer? Also ich weiß nicht, in deinem Trainingszimmer? Ich weiß ja nicht, was das für ein Zimmer sein soll. Okay. Dann vielleicht vorne. Ich werde euch dann natürlich dann rausschneiden, wenn ich das mit Berkes nochmal durchgehe. So, vielleicht haben wir Glück und Face befindet sich hier. Ja, Face müsste hier sein. Face? Ah, hier. Ich hab dich nicht gesehen. Sorry. Trotz deinen grünen Haaren. Moment mal. Meine Arbeit ist dank Berkes viel leichter geworden. Ich habe jetzt wirklich viel Zeit, mit dir zusammen zu trainieren, Edge. Das ist toll. Ich wäre auch nicht abgeneigt. Ich trainiere gerne mit dir. Okay, aber ansonsten passiert hier auch nichts. Jetzt werde ich mal mit Lim nochmal sprechen. Vielleicht sagt sie jetzt auch nochmal was anderes nach der Szene mit Raimi. Ah nein, okay, sagt sie nicht. Okay, gut. Dann schneide ich euch jetzt raus. Okay. So, wo sind die anderen? So, hier ist Berkes. Berkes. Wo sind denn die anderen? Ich habe Angst, jetzt mit ihnen zu sprechen. Nicht, dass es dann weitergeht. Ich glaube, ich laufe erstmal hier rein. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte hier reingehen. So, hier ist Raimi. Okay, dann spreche ich doch erstmal mit dir. Ich hoffe, du bist nicht mehr so sauer auf Edge. Oh oh. Sorry, I still don't get it. How are those glasses any different from your old ones? A real man notices the subtle changes in a girl's couture choices.
Come on over here. Take a nice close look. Okay. You're kidding, right? They haven't changed at all. What the? Wo kommt die denn her? About it, Fazerino. Can you tell? Just a moment. Let me take a closer look. Boo. Huh? What? 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 What are you doing? What are you doing? Just suddenly jumping out like that? Die haben sich fast geküsst, die zwei, wa? What are you doing over here? Oh Gott. What are you doing over here? Okay, Welch. Ich habe langsam das Gefühl, die wird immer anstrengender, oder? Nicht, dass ich sie nicht mögen würde. So, ich spreche jetzt einfach mal mit dir. Ah, Verzeihung. Ich war gerade mit etwas anderem beschäftigt. Oh Gott, an was denn? Ich habe mich gerade von Welch über die Lage in der Erkundungsbasis auf den neuesten Stand bringen lassen. Wie es scheint, ist alles beim Alten. Was auch immer man mal davon halten mag. Ich werde mir sämtliche Informationen zu diesem Meteoritenfragment schicken lassen. Und sage Bescheid, wenn es mehr dazu gibt. Okay. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen? Ich verschlucke heute wieder die Wörter. Okay. Gut, Moment. So, hier diese Taste wollte ich drücken, aber hier scheint niemand mehr zu sein. Okay. So, Berke Slim. Okay. Ist Remy hier vorne? Remy? Remy ist nicht hier. Stimmt, sonst würde ich das doch auf der Karte angezeigt bekommen. Aber manchmal bekomme ich das auf der Karte angezeigt und manchmal nicht. Ich denke mal, sie wird dann oben sein. Ich rede jetzt einfach mal mit Lim und hoffe... Nein! Nicht schon wieder. If you're tired, Lim, shouldn't you sleep in your room? What's wrong? Edgy. I wanna take nappy time with you, okay? Huh? Grandpa would always take nappy time with me, okay? Okay. Kein Problem. Alone, I feel so lonely. What in the world am I doing, hiding like this? Limmel, you're a big girl now. Go to your own room, okay? She's out cold. Erwischt. What are you doing? Keep it down, Faze. I'm taking nappy time, okay? If you're tired, you really should sleep in your own room. It's unfair to Edge. It's none of your beeswax, Faze. I want to take nappy time with Edgy. You really are a baby, aren't you, Limmel? I'm not a baby, Kay. I'd call a girl your age who can't sleep by herself quite a baby indeed. Faze, you big dummy. Fine. I'll sleep alone, Kay. Okay.
sie hätte ruhig bei mir im Bett schlafen können. If you'll excuse me. What's up with those two anyway? Only good friends can fight like that. And what does that mean? Wirst doch wohl nicht eifersüchtig sein, Edge, oder? Okay. Ich denke, dass ich jetzt dieses Mal mit Berkes sprechen muss, damit es dann weitergeht. Das ist ja beim letzten Mal passiert. Ich habe Angst, mit der richtigen Person zu sprechen. Weiß nicht, worum es im Betsy-Spiel geht, aber das ist voll langweilig, okay? Naja gut, wir wissen nicht, was er da spielt. Also ich gehe ja immer noch stark davon aus, dass das ein Schachbrett sein soll. Und das ist ja auch das, was Edge gemeint hatte in der letzten Folge, dass es ja auch so ein ähnliches Spiel gibt, das sich auf der Erde befindet. So. Dann gucke ich jetzt mal, wer hier vorne drin ist. So, hier ist Raimi und Faze. Das bedeutet dann schon mal safe, dass ich mit beiden sprechen kann, ohne dass es dann gleich weitergeht. Weil ich möchte eigentlich so viele Dialoge mitnehmen, wie es geht. Soweit verläuft alles wie geplant, Edge. Warum ruhst du dich nicht ein wenig aus? Naja gut, wir möchten noch nicht schlafen. Wir sind eigentlich noch ganz fit. Wie es auf N2 wohl sein mag. Keine Ahnung, aber ich bin so gespannt, wie die Frau von Berkes aussieht. Und vor allen Dingen, was da für Dialoge zusammenkommen. Und wie es dort abgeht. Ich bin richtig gespannt. So, okay, ich habe mit einem gesprochen. Berkes, ich bin bereit. Hast du etwas Zeit, Berkes? Spielchen gefällig? Sie wünschen eine Revanche? Selbstverständlich spiele ich gerne eine Partie. Ich habe ein wenig nachgedacht und glaube jetzt über ein paar gute Strategien zu verfügen. Sehr gut, das dürfte unterhaltsam werden. Tja, die lässigen Sprüche kann man sich wohl leisten, wenn man genau weiß, dass man gewinnt, was? Ganz und gar nicht. Ich bin wirklich gespannt, mit welcher Taktik Sie ins Spiel gehen, Herr Edge. Ich werde mich bemühen, dich nicht zu enttäuschen. Wollen wir? Natürlich. So, bitte kommt jetzt kein Tutorial. Ich habe Angst, dass ich irgendwann hier so ein Minigame spielen muss. Ich kann auch nicht mal im Real-Life-Schach spielen. Ich gebe mich geschlagen. Oh! Edge hat gewonnen. Ja, ein großer Sieg. Offenbar bleibt mir keine Wahl, als meine Niederlage einzugestehen. Wer hätte gedacht, dass Sie Ihre strategischen Fähigkeiten schon so weit entwickelt haben? Deine Erfahrung mit dem Spiel war für mich ein so großes Handicap, dass mir nur der offene Schlagabtausch blieb. In der Mitte des Spiels wurde es für einen Moment aber wirklich brenzlig. Nach diesem einen dummen Zug geriet ich ganz schön ins Schwitzen. Oh, das kenne ich. Allerdings aus einem anderen Videospiel. Und doch waren Flexibilität und Durchführung überragend. Dadurch führte selbst dieser potenziell gefährliche Fehler letztlich zu einer guten Gelegenheit. Wie auch immer, lassen Sie uns die Krönung eines neuen Meisters feiern. Meister? Naja gut, weil er jetzt einmal gewonnen hat, würde ich ihn jetzt nicht direkt als Meister bezeichnen, aber okay. Ich habe es Ihnen noch nicht gesagt, Herr Edge, aber ich bin Meister dieses Spiels auf N2. Sie haben mich besiegt. Daher vermute ich, dass Sie nun der neue galaktische Meister sind. Was? Das heißt, dass jetzt Herausforderer aus allen Teilen der Galaxie auf Sie zukommen, um gegen Sie anzutreten. Och nö, bitte nicht. Das bedeutet, ich werde jetzt vermutlich in dem restlichen Spielverlauf mit diesem Spiel konfrontiert. Das dauert also vermutlich dann nicht mehr lange und ich bekomme ein Tutorial um die Ohren und ich muss mich jetzt mit diesem Spiel auseinandersetzen. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Galaktischer Meister? Was? Ha, das gefällt mir. Nur zu, ich trete gegen jeden an, der mich herausfordert. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Kein Tutorial. Yay! Kein Tutorial. Ich bin sehr glücklich. Okay. Ich traue mich mal jetzt mit Lim zu sprechen. Betsy denkt sich jetzt ein neues Spiel für uns aus.
Aber das ist komisch. Manchmal verschwindet er einfach. Naja, er spielt bestimmt mit dir, Tick? Tick hat's gehießen, oder? Wollte sie nicht in der letzten Folge mit uns Tick spielen? Wo ich noch davon ausgegangen bin, dass das vielleicht Versteckspielen ist? Wenn sich Vergnügen von der emotionalen Natur eines Themas ableitet, dürften auf eigene Erfahrungen basierte Berechnungen nicht mehr ausreichen. Eine komplexe Angelegenheit in der Tat. Vielleicht würde ein Umgebungswechsel meinen Gedanken guttun. Ja, wir werden gleich abreisen, aber ich möchte nochmal die Rest der Gruppe suchen. Das hat jetzt gerade ein bisschen komisch angehört, weil ich nicht wusste, ob ich Gruppe oder Bande sagen soll. Das ist, wenn man viele verschiedene Synonyme im Kopf hat und dann kommt einfach nur Mist dabei raus. Oder es hört sich dann einfach nur komisch an. So, was ist hier los? So. Gut, dann spreche ich mit dir. Sämtliche Navigationssysteme haben grünes Licht, Edge. Es dauert aber noch eine Weile, bis wir N2 erreichen. Warum ruhst du dich nicht ein wenig aus? Ich sage Bescheid, falls etwas passiert. Ja. Okay, überredet, gar kein Thema. Aber ich werde jetzt erstmal Raimi suchen. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht wieder am Baden ist. Das wäre vielleicht nicht so toll. Ah, sie ist beim Kampfsimulator. Was tut sie da? Gab es da Fenster? Ach, das hier ist gar nicht der Kampf. Ich bin maximal verwirrt. Hier hat doch vorher der Kampfsimulator gestanden. Wo ist der denn jetzt hin? Könnte ich mich jetzt da auch reinlegen oder so reinsetzen? Nö. Ist wohl nur für Auserwählte gedacht. Gut, dann spreche ich jetzt mal mit ihr. Hallo? Hier draußen im All können wir uns jederzeit gemeinsam die Sterne anschauen, wann immer wir wollen. Sternenhimmel haben wir nicht allzu oft zu sehen bekommen, was? Die Atmosphäre war so instabil, man konnte nicht mal ins Freie. Deshalb kann ich diese Dinge wohl auch nie vergessen. Genau wie den Moment, als du Crow kennengelernt hast. Raimi? Ich frage mich, ob du dich an das Versprechen erinnerst, das du mir gabst, als wir klein waren und in den Sternenhimmel schauten. Aha, das hier erinnert mich doch an ein anderes Spiel. Versprechen unter einem Sternenhimmel? Oh nein! Nein, was habe ich getan? Okay, ich sagte, ich würde dich zu einem dieser Sterne bringen. Ich sagte, dass ich dich heiraten würde. Oh mein Gott. Ich werde das untere nicht auswählen. Woher soll ich denn jetzt wissen, was er denn damals gesagt hat? Ich sagte, ich würde dich zu einem dieser Sterne bringen. Ja, wir sind auf einem Raumschiff. Das, ja, ich würde das nehmen. Ich sagte, dass ich dich zu einem dieser Sterne bringen würde. Okay. Es gab so viele von ihnen und ich wusste, dass es dort draußen mindestens eine einzige unverschmutzte Welt mit frischer Luft und klarem Wasser geben musste. Edge? Ich sagte, ich würde dich dorthin mitnehmen, wenn wir erwachsen wären, richtig? Du hast es nicht vergessen, Gott sei Dank. Ich erzählte dir, ich würde einen wunderschönen Planeten finden, auf dem alle Menschen der Erde leben könnten. Und dass ich als Erste dich dorthin bringen würde. Wie könnte ich ein solch wichtiges Versprechen je vergessen? Keine Ahnung. Auch ich werde das nie vergessen, das glaube ich aufs Wort. Ich war in jener Nacht so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte, weil ich mir immerzu vorstellte, mit dir unter einem blauen, klaren Himmel herumzulaufen. Zu schade, dass wir noch keinen optimalen Planeten gefunden haben. Es stimmt. Keiner der bisherigen Planeten kommt für eine einfache Kolonisierung in Frage. Aber du hältst dein Versprechen, oder? Natürlich halte ich es. Irgendwann werde ich dich dorthin bringen, Raimi. Ich weiß, ich glaube dir. Hat er schlecht geträumt? Oder was soll dieses Ich finde seinen Gesichtsausdruck immer sehr faszinierend hier unten in diesem Dialog. Notfall-Warp-Austritt wird vorbereitet. Alle Mann sofort zum Flugdeck. Zum Flugdeck, meine Güte, ich kann heute nicht lesen. Heute ist auch kein Lesetag. So, oh, ups, das ist schon wieder die falsche Taste, die ich gedrückt habe. So, dann werde ich jetzt mal hochlaufen. Nein, Moment mal.
werde hier lang laufen. Oh, geht's schon los? Ich dachte, ich könnte das selbst steuern. Oh oh. There's a gravitational anomaly ahead. It looks like... No, this can't be right. At this strength, it's a black hole. The current situation is everything, Mr. Faze. Allow me, then, to explain the phenomenon of black holes appearing in deep space, along with my own theories about the matter. Sorry, Bacchus, but save the lecture for another time. We have to concentrate on getting out of here. Raimi! Give me 30 seconds. I'm inputting the gravity changes for emergency warp. Edge, look! It's really black and smoky. Is that the black hole? I've lost control of the Calnus! Raimi! Too late! We won't make it! Oh oh. Garage. Sieh mal an. We survived. Is everyone okay? Yes, I think. That was fun. It was all zap, boom, okay? What are we going to do with you, Limmel? We were definitely caught in the black hole. Did we escape from its event horizon then? No, I'm afraid that would be impossible. Perhaps it just happened to be a black hole with an ergosphere? I suppose one might call it an escape through a type of wormhole. In any event, the fact that we escaped at all can only be called a miracle. Impossible. No, I'm certain my analysis is correct. No way. Miss Raimi, you doubt me as well? This is... our homeworld? Is this Earth? Na super. Deswegen hat er auch. Are we sure then? Yes, the results are the same every time I check. The stellar coordinates are an almost perfect match. There's no question that this planet is Earth. I see. What's wrong? This is Edgy and Ray Ray's home, isn't it? But both of them don't look very happy about it. I don't think it's so much unhappiness as it is bewilderment. Indeed. Arriving at one's home planet under such strange circumstances would put anyone ill at ease. That's not the whole problem. There are subtle discrepancies between this Earth and ours. This isn't the most flattering part of our planet's history, but... a little before Raimi and I were born, the worst war in all of Earth's history occurred. The result was that the surface of the planet became terribly contaminated, and humans had no choice but to go deep underground. It's been the same situation ever since we were born. The polluted environment still hasn't improved. Of course, that was the very reason we looked to space. But there are no traces of pollution on the surface of this planet. Well, it's not quite accurate to say none at all, but it's still an environment in which humans could live.
It's almost like the war that nearly destroyed our planet never even happened. Indeed. The fact that something you took for granted suddenly no longer applies is somewhat troubling. And there's another thing. The organization we belong to, the USTA, I can't get through to headquarters. Mysterious issues all. Something unexpected may have happened here in your absence. What is it, Lim? Everyone stop standing around and being all weird, Kay? Let's go out. I want to see Edgy and Ray Ray's home. What? You see, Limo. All right. Edge? The air outside seems breathable. I'm going out there to take a look. See if we can't find someone. In that case, I shall join you. And I as well. As a scientist, I am intrigued. Me too. Limmel, you stay and watch the ship with Raimi, okay? Raimi, take care of Limmel while we're out. Gotcha. Hey! Don't do anything stupid, Edge. Don't worry, I'll make certain of it. Yes, you may count on me too. Why are the two of you answering for me? I guess I won't have to worry if FaZe and Bacchus are with you. Raimi und Lim haben die Gruppe verlassen und warten in der Kalnuss. Das wollte ich gerade eben sagen. Ich habe mich doch gewundert, warum da dieses Schild gewesen ist, wo drauf gestanden hat Garage. Sehen wir das hier jetzt vielleicht nochmal? Wo ich mir dachte, okay, ja, hier steht's doch, hier ist es. Garage. Ist das eine Tankstelle? Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen danach aus, oder? Und ich dachte mir schon, okay, auf welchem Planeten benutzen die unsere Buchstaben? Weil auf den vorherigen Planeten, auf denen wir vorher gewesen sind, die haben ja auch eine andere Sprache gesprochen. Deswegen bin ich hier gerade ein bisschen verwundert gewesen vor dieser Szene. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als Lim sagte, dass sie doch das Zuhause von Edge und von Raimi sehen möchte. Und wir in der Wüste gelandet sind. Naja, wenn man das eine Landung nennen kann. Ist ja eigentlich Zufall, dass wir hingekommen sind. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen schade, dass wir hier keinen Speicherpunkt haben, denn ich würde gern abspeichern. Komme ich denn jetzt nochmal aufs Flugschiff? Tatsächlich, ich komme nochmal rein. Gut, dann werde ich jetzt mal hier noch versuchen, mit Lim und mit Raimi zu sprechen. Sei vorsichtig, Edge, ja? Ich habe ein ungutes Gefühl. Naja, wir sind auf der Erde. Was soll uns denn passieren? Ah, die sind alle nochmal da. Ich komme auch mit, Kay. Tut mir leid, Lim. Bleib bitte hier und pass mit Raimi auf das Schiff auf, ja? Oh. Genau, ihr könnt ja nochmal zusammen baden gehen. Dieses Mal wird euch Edge auch dabei nicht stören, beziehungsweise Edge wird Raimi nicht stören. Das war keine Absicht, ich wollte eigentlich mit FaZe sprechen. Du bist dir sicher, dass dies die Erde ist, oder? Ich muss zugeben, sie ist genauso schön, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ah, du, wir sind erstmal wir sind in der Wüste, so wie es ausschaut. Es gibt noch schönere Orte von der Erde. Mein Zuhause zum Beispiel. Es ist das erste Mal, dass ich die Erde besuche, Herr Edge. Bitte erlauben Sie mir, die Ursache Ihrer Irritation zu untersuchen. Ja, gerne in der nächsten Folge. Dann werden wir uns nämlich in der nächsten Folge hier auf dem Planeten Erde ein bisschen besser umschauen. Und ich werde dann jetzt an dieser Stelle die Folge beenden und bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.